So, ja, Sie haben schon vieles gehört heute Morgen, finde ich, trotz der kurzen Zeit, in der wir erst zusammen hier online konferieren. Sie sehen alle meine Folien, meinen Vortrag, die erste Folie. Ich hoffe, das funktioniert alles super. Danke. Ich will mal vorab noch eins sagen. Es wurde ja jetzt schon ganz viel über digitale Kommunikation gesprochen. Darauf werde ich mich jetzt zunächst mal nicht kaprizieren, weil das, worüber ich sprechen möchte mit Ihnen, bezieht sich eigentlich auf jede Form von Kommunikation. Es ist ganz egal. Letztlich ist digital oder analog nur eine Form der Ausprägung von Kommunikation. Und ich möchte eigentlich eine Stufe vorher beginnen und Sie mit hineinnehmen, da wo man eigentlich anfangen sollte. Und da möchte ich mich auch gleich an Klaus Douglas anhängen, der schon einiges gesagt hat von dem, was ich Ihnen auch erzählen möchte. Nämlich in meiner über 25-jährigen Erfahrungsschatz aus der Werbebranche kann ich nur sagen, Briefing und Recherche ist in der Kommunikationsbranche elementar. Das heißt aber übersetzt im Prinzip, Sie lesen das auch, wer gehört werden möchte, muss erstmal zuhören. Also damit bin ich komplett auf einer Linie mit Klaus Douglas, der auch sagt, hörende Kirche, wenn ich was kommunizieren möchte, wenn ich mit Menschen in Kontakt treten möchte, muss mein erster Fokus darauf liegen, wo befindet sich der Mensch, in welchen Umständen, welche Bedürfnisse hat dieser Mensch? Oder haben diese Menschen, mit denen ich sprechen möchte. Ich habe, wie gesagt, in meiner langen Erfahrung in der Werbung schon für viele Branchen gearbeitet und kann nur sagen, jede Branche hat so ihr Eigenleben. Ob man jetzt für Autos wirbt oder für Banken oder im Food-Bereich, alle haben irgendwie ihre Spezialitäten, ihre Gesetzmäßigkeiten, Go's und No-Go's und auch ihre Sprache. In Sachen Glaubenskommunikation gibt es allerdings nicht so viel Marketingerfahrung. Also bei den anderen Sachen kann man sich einlesen, da kann man sich schlau machen, was ist in der Foodbranche zum Beispiel speziell, was muss man da wissen, was Kommunikation angeht. Allerdings in Sachen Glaubenskommunikation gibt es da nicht so arg viel an Grundlage, auf die man zurückgreifen kann. Wie kommt das denn eigentlich? Das kommt daher, dass die Kirche bisher auf eine ganz spezielle Art kommuniziert hat. Die Kirche war gestern das höchste Gebäude im Dorf. Sie war auch das höchste Gebäude in der Stadt im Zweifel. Und sie war ein wesentlicher Player im gesamten Kommunikationsapparat. Sie war da auch ein bisschen alleine, was für sie auch ganz gut war, weil dadurch wurde sie auch nicht schlecht gehört. Sie hatte auch eine gewisse Orientierungsfunktion. Wenn ich ich sag mal, vor 100 Jahren hat nicht jeder schon eine Armbanduhr gehabt. Das heißt, wenn ich zum Kirchturm geguckt habe, habe ich auch die Uhrzeit gesehen. Ich konnte sehen, wo der Wind lang weht. Es war ein wesentlicher Teil der Gesellschaft. Inzwischen sieht unsere Gesellschaft eher so aus, nicht nur was die Gebäudehöhen angeht, sondern eben auch, was die Kommunikation angeht. Ich bekomme von mehr als nur der Kirche Informationen vermittelt und ich bekomme von mehr, werde mehr penetriert sozusagen von unterschiedlichsten Playern, die mit mir kommunizieren möchten und die wichtige Sachen zu sagen haben, nicht nur Blabla. Die Frage ist, welche Rolle spielt die Kirche darüber, über den Sonntag hinaus, wo sie vielleicht mit ihren Kirchenglocken dazwischen kommt, außer dem Sonntag, auch da hat Klaus Douglas gerade eben für mich, zumindest für meine Ohren, einen wesentlichen Beitrag gesagt, nämlich die Predigt am Sonntag ist das Einzige, worüber die Kirche Glaubenskommunikation macht, also über spirituelle Themen spricht. Konkret haben natürlich nicht nur alle Blabla zu sagen und die Kirche auch nicht nur Bing Bong, sondern jeder hat seine Themen. Und die orientieren sich, und da bin ich bei dem ganz wesentlichen Punkt, bei den Bedürfnissen der Menschen. Weil die hören nämlich nur, was sie interessiert und was ihre Bedürfnisse gerade, womit ihre Bedürfnisse gestillt werden wollen. Das sind unterschiedliche Themen. Im Moment würden sie auch vielleicht mit mir gehen, dass sie sagen, News aus Amerika oder von sonst wo auf der Welt
ist ein sehr großes Bedürfnis, zu wissen, was läuft, was geht. Und wenn es auch sich nur um die Lage der Corona-Infizierten im Moment handelt. Aber daneben gibt es natürlich noch viele andere Themen, die durchaus die Bedürfnisse der Menschen treffen. Und wenn ich mich um die Bedürfnisse eines Menschen drehe oder meiner Zielgruppe, dann bin ich natürlich hörend. Dann muss ich erstmal hören, was interessiert den oder die anderen. Dazu machen wir als Agentur, wenn wir mit irgendwelchen, egal welchen Kunden, seien es Wirtschaftskunden oder eben auch Kirche, für die wir an vielen Stellen eben auch Kommunikation machen, wenn wir mit denen ins Gespräch kommen zu bestimmten Projekten, dann gibt es einen Workshop, mit dem wir normalerweise unsere Zusammenarbeit starten. Und auch in diesem Workshop sind wesentliche Fragen: Wer sind die Anspruchsgruppen? Wir nennen die Zielgruppe lieber Anspruchsgruppe, auch da eher von der Zielgruppe her gedacht. Was hat die Zielgruppe für einen Anspruch und welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe? Sie sehen hier einen Teil aus einem Fragebogen, den wir mit unseren Kunden normalerweise durcharbeiten. Und Sie sehen hier 13 grobe, große Themen, was die Bedürfnisse angeht, nachdem im Marketing die Menschen und deren Anliegen eingeteilt sind. Wir werden da gleich noch ein bisschen dezidierter drauf eingehen. Sie müssen das nicht alles durchlesen. Ich habe es einfach nur mal der Einfachheit halber alles auf einem Blatt mal gezeigt, damit Sie sehen, das ist schon auch sehr einerseits grobe, große Themen, aber das untergliedert sich eben in viele Feinuntergliederungen, Unterthemen. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Vor allem, ich habe auch schon gesehen, es sind auch ein paar hier unter Ihnen aus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, für die wir schon seit fast 10 Jahren oder ja, doch 10 Jahren, ein Mailing machen an alle Mitglieder. Und da werde ich Ihnen einige Beispiele zeigen und vor allen Dingen an diesen Beispielen zeigen, nach welchem Prinzip wir vorgehen. Genau, habe ich eben schon gesagt, seit 10 Jahren machen wir die Mitgliederkommunikation. Das ist ein Mailing, also ein Brief an alle Mitglieder. Das sind immerhin so etwas wie 1,2 Millionen Menschen, die in ihrem Briefkasten einen Brief oder eine Post von ihrer Kirche vorfinden. Darüber hinaus gibt es aber auch immer, und da gehe ich auch nochmal auf das, was Klaus Douglas gesagt hat, ein, es gibt immer passend dazu Material für die Gemeinden, damit es eben auch zu einer direkten Kommunikation kommen kann vor Ort. Also dass es nicht nur dabei bleibt, dass die Kirche irgendwelche Post in den Briefkasten schickt und damit das Gespräch anregt, sondern dass es vor Ort auch aufgegriffen und vertieft werden kann. Bevor wir eine dieser Briefe gestalten und uns ausdenken, gibt es immer ein Thema, was von Seiten der Kirche vorgegeben wird. In dem Fall ging es um Glück, also Zufriedenheit oder das große Streben nach dem Glück. Wer über Glück spricht, hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft einen großen Stellenwert hat. Und deswegen hatte sich die Kirche in Hessen und Nassau entschieden, über dieses Thema möchten sie gerne mit ihren Mitgliedern kommunizieren. Ich sage mal, innerhalb unseres Analysepapiers fällt dieses Thema Glück unter das große Themenfeld Einfachheit, Problemfreiheit, ein großes Bedürfnis in unserer Gesellschaft. Da zählen auch so Sachen wie Entspannung oder auch User Experience, also wenn ich jetzt mal in Richtung Digitalität denke, darunter eben aber auch Sorglosigkeit, Zufriedenheit oder eben Glück. Und es war ein großes Gespräch, Klaus Douglas kann sich erinnern, weil bei dieser Impulspost, so nennen wir dieses Mailing immer, war Klaus Douglas auch dabei. Wir haben da ziemlich lange diskutiert, was hat die Kirche denn überhaupt zum Thema Glück zu sagen und wem glauben die Leute mehr? Weil es gibt ja nicht nur die Kirche, die über Glück kommuniziert, sondern eben auch vielfältig in der Gesellschaft, findet man dieses Thema schon aufgegriffen. Und darüber hinaus, reicht es überhaupt, diese populären Themen sich zu nehmen und über diese populären Themen zu sprechen? Weil darüber
haben schon genug Zeitschriften berichtet. Muss man das denn auch noch bedienen? Das sind auch Fragen, die uns oft begegnen, wenn wir über Glaubenskommunikation sprechen. Also muss sich die Kirche auf solche niedrigen Niveaus eigentlich begeben? Mal als provokante Frage dazwischen gestellt. Ja, genau. Warum sollte die Kirche über Glück sprechen? Wir haben damals festgestellt, sie kann ja eigentlich auch über einen viel besseren Begriff sprechen, nämlich Segen. Das war auch die Diskussion in der EKHN damals. Wollen wir Glück als erstes Thema voranstellen oder wollen wir über Segen sprechen? Wir hatten damals, obwohl das natürlich der altbackenere Begriff ist, sehr dazu geraten, auf Segen zu gehen. Weil Segen ist immer noch vom Begriff her in der Bevölkerung vorhanden. Also man versteht den Begriff. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein völlig kryptisches Ding aus Kirchenseiten, Kirchensprech. Aber es ist natürlich trotzdem auch wenig aufgeladen. Was bedeutet das? Was steckt da dahinter? Wir haben uns dann diesen Begriff genommen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auf diesen Begriff setzen. Denn er ist zwar unmoderner, aber in Richtung Kommunikation damit auch viel interessanter. Weil von Glück spricht von Hirschhausen, über Segen sprechen wir. Das ist ein klassischer USP für die Kirche. Ich weiß nicht genau, ob Ihnen der Begriff allen USP was sagt. Ist die Abkürzung für Unique Selling Proposition, also ist sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Sowas ist immer gut zu finden, wenn man anfängt zu kommunizieren, dass das, worüber man spricht, eben auch ein in irgendeiner Form Unique- oder Alleinstellungsmerkmal gibt. Dass man auch wiedererkennbar ist, dass man über etwas spricht, worüber nicht jeder sich äußert. Auch wenn doch viele über Glück sprechen, in dem Fall ist es etwas Spezielles. Und genau diese Punkte zu finden, ist immer gut. Man versucht die Werbung vor allem, ja, das ist eins der wesentlichen Bereiche. Wir haben das damals so umgesetzt, das ist das sogenannte Key Visual für den Segen. Zum Glück gibt es den Segen, also wir haben das Glück nicht ganz rausgelassen, damit man es besser versteht. Also auch die, die mit dem Segen gar nichts anfangen können. Wir haben es mit einem Bild nochmal darüber hinaus interpretiert. Und wir haben, das ist jetzt ein Plakat, was Sie da sehen. Es gibt eben immer auch neben der Post Material für die Gemeinden. Da gab es auch diesen Stempel, es gab auch Aufkleber, es gab Karten, wo Segenssprüche drauf waren, Gesprächskarten. Das kam unheimlich gut an. Die Menschen, es gibt immer ein Feedback-Team, wenn diese Post rausgeht, gibt es natürlich die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Manche reagieren darauf, ganz am Anfang war das oft so, was fällt Ihnen ein, warum kriege ich überhaupt Post von Ihnen? Wenn man denen dann mitteilt, ja, Sie sind halt Mitglied in dieser Kirche, dann gibt es, am Anfang war das zumindest so, manchmal noch ein großes, ach ja, das wusste ich gar nicht, auch interessant. Es hat sich inzwischen etwas gelegt, diese Reaktion zum Glück. Aber auf jeden Fall war eines der Feedbacks, weil auf der Post stand, Sie sind ein Segen, also außen drauf, bevor man es aufgemacht hat, stand das als erstes drauf. Und da haben viele Menschen reagiert, also auch zurückgemeldet, dass sie von der Post so angesprochen waren, weil das hat ihnen noch nie jemand gesagt. Also die Kirche hat durchaus was zu erzählen und sie hat auch Humor. Das ist jetzt eine Seite aus diesem Mailing. Das ist in dem Fall war das ein mehrseitiges kleines Heftchen. Und genau dieses Feedback gab es auch auf dieses Mailing, dass jemand zurückschrieb, ich hätte es ja gar nicht gedacht, aber die Kirche hat ja offenbar doch Humor. Sie schafft es sogar, über solche Themen locker zu sprechen. Interessanterweise, wenn man es schafft, christliche, biblische Themen zu übersetzen in eine Sprache, die man versteht, die auch ankommt, wird ein christliches Thema auch gesellschafts-
tauglich. Es wird wieder zurück in die Gesellschaft transportiert. Und ich zeige Ihnen jetzt mal das Prinzip, mit dem wir an solche, also was wir auch erkannt haben, wie man solche Themen angehen kann, wie man diese christlichen Werte in der Gesellschaft kommunizieren kann. Zunächst, es hat drei Schritte. Zunächst identifiziert man ein Bedürfnis. Das ist der Ausgangspunkt von allem. Bevor man das nicht hat, sollte man eigentlich gar nicht anfangen. Sprich, das Zuhören, das, was ist in der Gesellschaft vorhanden, worauf könnten wir aufsetzen. Der nächste Punkt ist, dieses Thema, dieses Bedürfnis in eine geistliche Entsprechung zu übersetzen. Das kann, ich habe das jetzt mal so genannt, kann ein Nash sein, das kann ruhig interne Sprache sein in dieser Phase, weil wir sind immer noch unter uns. Wir gehen ja jetzt konzeptionell daran. Ich werde Ihnen noch ein paar andere Beispiele zeigen. Da sehen Sie, dass das durchaus echt harte Bretter sind, die wir uns da teilweise vorgenommen haben und versucht haben, nach draußen kommunizierbar zu machen. In dem Fall ist es dann, Glück wird mit Segen übersetzt, und die geistliche Entsprechung, und jetzt wird es praktisch schwierig, mit dem dritten Schritt muss man in eine gesellschaftliche Sprache, gesellschaftstaugliche Sprache wieder zurück übersetzen. In dem Fall, das klingt dann immer alles leicht, wenn man das so sieht, werden Sie gleich bei den nächsten Beispielen auch merken. Wenn man die Lösung dann sieht, denkt man, ja, das war ja jetzt nicht so schwierig. Trotzdem ist gerade der letzte Punkt ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Punkt, wie man das dann so zurückübersetzt, dass es in der Gesellschaft eben auch Gehör findet, dass es ankommt, dass es funktioniert. Genau, wenn man das geschafft hat, schließt sich der Kreislauf, wie ich eben schon sagte. Glaube wird nützlich für den Alltag, die Gesellschaft wird um einen wichtigen Aspekt zum Thema bereichert. Also wenn Kirche wesentliche Themen gut kommuniziert, wird auch klar, wofür sie eigentlich da ist. Und dann ist man auch in der gegenwärtigen Gesellschaft präsent. Ich habe ein paar Zitate. Eins hat Klaus Douglas auch schon gebracht, in dem Fall dieses nicht. Das ist aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. Das ist schon 50 Jahre alt, aber es liest sich, wie wenn ich es gestern erst geschrieben hätte. Es ist topaktuell in dieser Art, wie es formuliert ist. Ich möchte noch kurz einen Ausflug machen, gerade weil wir ja so sehr über die Bedürfnisse gehen, möchte mit Ihnen zusammen auf die Bedürfnispyramide einen kurzen Blick werfen. Das kennen wahrscheinlich auch manche von Ihnen. Die meisten, die es kennen, werden auch wissen, dass die eigentlich die Bedürfnispyramide aus drei Bedürfnissen weniger zu Anfang bestand, als der Herr Maslow die erfunden hat, 1940 rum. Erst 1970, kurz vor seinem Tod, hat er noch drei Bedürfnisse dazu gelegt. Und eins davon, das sind die drei, die ein bisschen heller eingefärbt sind, und eins davon, die Transzendenz, die kam da auch mit dazu. Man muss wissen, dass die Bedürfnisse, je weiter oben in der Pyramide sie sich befinden, desto weniger lebensnotwendig ist das Bedürfnis. Nun hatten wir als Kirche, ich nehme mich da einfach mal mit rein, natürlich das große Problem, dass dieses Bedürfnis der Transzendenz da ganz oben liegt und sozusagen fast gar nicht mehr wesentlich ist. Was machen wir denn damit? Es gibt zwei Möglichkeiten oder eigentlich drei, wie man damit umgeht. Und alle drei findet man in irgendeiner Form. Die erste Möglichkeit ist, man macht dieses Bedürfnis einfach mal bewusst, dass das Bedürfnis da ist und dass das wichtig ist, dass man an dieses Bedürfnis denkt und dass man sich von diesem Bedürfnis auch leiten lässt und dass es doch auch wesentlich ist, dass man dieses Bedürfnis auch stillt. Die nächste Möglichkeit, ich würde mal sagen, die ist eher ein bisschen sehr fundamentalistisch, die sagt, die Transzendenz hat da oben gar nichts zu verlieren. Die ist nämlich überlebenswichtig, nicht für die 70 oder 90 Jahre, die wir hier auf der Erde sind, sondern es geht um ewiges Leben. Wir reden hier über was sehr, 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 sehr
Überlebenswichtiges, was auf die lange Strecke zu sehen ist. Das machen auch manche. Was ich Ihnen aber mehr raten möchte, ist, es so zu sehen. Die Transzendenz befindet sich in jedem Bedürfnis. Ich sage nur mal beispielhaft, um es jetzt nicht zu sehr auszuweiten, im Abendmahl, das wäre das physiologische Bedürfnis Essen, hat Gott uns schon was an die Hand gegeben, wo wir in einem physiologischen Bedürfnis, einem Grundbedürfnis, wo er uns begegnen. Das heißt, es findet sich an christlichen Themen, gibt es eigentlich nichts, kein Bedürfnis, was nicht christlich in irgendeiner Form übersetzbar und aufladbar ist. Das ist eine gute Botschaft, denn dadurch kann man raus aus der Nische und hinein in alle Bedürfnisse. Es gibt eigentlich relevante Themen Omas. Ich zeige Ihnen jetzt noch 2, 3 weitere Beispiele. Ich hoffe, die Zeit lässt zu. Ja, ich gehe schon davon aus. Wir gehen jetzt, wie gesagt, es sind immer Beispiele aus der EKHN. Ich könnte Ihnen auch noch viel mehr andere zeigen. Die sind recht plakativ. Deswegen bleiben wir da erstmal dabei. Mal sehen, wie die Zeit uns zuspielt. Das ist ein Thema, das ist so ein bisschen typisch Kirche, muss ich sagen. Da kam die EKN auf uns zu und sagte, wir würden gerne ein Mailing zum Thema Nachhaltigkeit machen. Ja, das Problem ist, dass damit, das trägt die Kirche zwar gerne vor sich her, das Thema Nachhaltigkeit. Das Problem ist nur, wenn man sich dann die Kirchengebäude anguckt, dann sind die, was ihre Dämmung und all solche Sachen, Stromfresserei und auch sonstige, also es ist nicht wirklich nachhaltig. Also von daher müsste die Kirche da auch an manchen Stellen leider sich selber ein bisschen, naja. Aber es ist trotzdem natürlich, es ist ein wesentliches Thema. Es ist auch ein Thema, was in unserer Gesellschaft durchaus seine Verortung hat und auch einen wesentlichen Beitrag darstellt. Also haben wir uns das Thema vorgeknöpft. Also das Bedürfnis ist, Verantwortung zu übernehmen und sich nachhaltig zu verhalten. Wir haben dann lange diskutiert. Wir machen immer so einen Vorlauf-Workshop zusammen mit einer recht großen Gruppe in der EKHN und sind irgendwann dazu gekommen, dass eine geistliche Entsprechung für das Thema eigentlich sowas ist wie Dankbarkeit, Genügsamkeit, Erntedank, Verantwortung. Man muss auch sagen, dass diese Impulspostbriefe und auch die Aktionen in den Gemeinden sich immer irgendwie am Kirchenjahr ausrichten. In dem Fall war das eben auch so im Herbst, im Oktober, wo dann auch Erntedankzeit war, wo das rauskam. Das heißt, es fiel da auch ganz gut rein, weil wir auch ganz klar haben, wir können den Gemeinden jetzt nicht noch ein extra Thema drauf tun. Die haben schon genug Themen auf der Uhr, die sie bedienen müssen. Und ein Fokus dieser Post ist, die Gemeinden darin zu unterstützen, was sie ohnehin machen müssen. Ja, und wie die Übersetzung, die übergeistliche Entsprechung für dieses große Thema aussieht, das zeige ich Ihnen jetzt. Das war in dem Fall die Danksekunde. Man braucht nämlich eine Sekunde, um Danke zu sagen. Und damit hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten am Tag, um sich dankbar zu zeigen. Diese kleinen Aufkleberchen, die Sie da sehen, sind echte Aufkleberchen gewesen. Die sind so groß wie so die Dinger, die auf Bananen oder auf dem Obst kleben. Die wurden an die Leute verschickt innerhalb eines, auch da wieder so ein kleines Booklet, wo das mit drin war und wo eben über Dankbarkeit und über die Möglichkeit, Danke zu sagen, gesprochen wurde. Genau, das kam auch wahnsinnig gut an, weil es eben eigentlich ein Stück Bürde weggenommen hat. Es hat das, was wir normalerweise, oh, jetzt sag mal Danke und jetzt sei mal dankbar, wurde umgekehrt in dieses, ich brauche dafür gar nicht viel Zeit. Das ist eigentlich viel einfacher, als wir denken. Und ich kann eine dankbare Lebenshaltung an den Tag legen, ohne dass ich deswegen gleich mir sonstige Bürden auferlegen müsste. Das Ganze ist immer mit einem Auftakt begleitet, mit einer Pressekonferenz. In dem Fall wurde die am Frankfurter Bahnhof gemacht. Der Kirchenpräsident Holger Jung hat damals höchstpersönlich mit einem Team Äpfel verteilt an die Menschen morgens, die da am Bahnhof unterwegs waren, eben mit dem Thema Danksekunde, Dankbarkeit.
Erntedank. Hier mal ein kleines Beispiel, wie das sich eben in, ja, im hessischen Raum dann darstellt. Die Gemeinden bekommen Banner für ihre Kirchen, die passend zu den jeweiligen Aussendungen sind, sodass auch die Wiedererkennung, oh, ich hatte das doch gestern im Briefkasten und sieh mal, heute hängt es da in der Kirche, dass das einfach sich vervielfältigt und ineinander greift. Und es gibt darüber hinaus auch immer zumindest ein gewisses Paket, was dann auch im Social Media eingesetzt werden kann, Hashtags oder eben auch Postings über Instagram und die einschlägigen Kanäle. Mal runtergebrochen, Werbung, der Auftrag von Werbung ist, einfache, eingängige und attraktive Botschaften trotz komplexer Produktinhalte zu produzieren. Ich kann das auch mal übertragen auf Evangelium. Einfache, eingängige und attraktive Botschaften trotz komplexer theologischer Inhalte. Ja, erleben das immer mal wieder. Das hat sich inzwischen ein bisschen gelegt, weil das in der EKN inzwischen auch gelernt ist. Ganz am Anfang war es wirklich so, wir machen hier nur so Werbezeug. Wir kommen den Leuten mit so ganz schlichtem Kram um die Ecke. Müssen wir denn immer so einfach werden, damit uns die Leute verstehen? Das war natürlich ein Vorwurf, der gerade von Theologen an uns herangetragen wurde, denen das oftmals zu flach war, was wir da gemacht haben als Gruppe. Also nicht nur wir als Agentur, sondern die gesamte Entwicklungsgruppe, die so eine Impulspost macht. Aber ich glaube, dass das zu kurz gedacht ist. Die Menschen brauchen einen Eingang, die brauchen nicht den Tiefgang, den kann man als nächstes machen. Das ist das, was im Dialogischen dann stattfinden kann. Aber zunächst brauche ich etwas, was mich antriggert, was ich überhaupt in diesem gesamten Kommunikationsschwall, der über uns alle ausgegossen wird täglich, wo ich heraussteche, und das mache ich nicht mit langatmigen Erklärungen und tiefsinnigen theologischen Erläuterungen. Was würde Paulus dazu sagen? Paulus sagt, den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Also auch Paulus war sich nicht zu schade, schwach zu werden. Im Prinzip ist das auf jedes Thema anwendbar, hatte ich Ihnen ja zu Eingang schon erzählt. Ich zeige Ihnen mal noch ein weiteres Thema, eine weitere Ausarbeitung. Da ging es um das Thema Familie. Das ist ein Thema, an dem irgendwie niemand vorbeikommt. Die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau, der Kirchenpräsident, hatte auch an dem Familienpapier mitgearbeitet und wollte eben auch zum Ausdruck bringen, welche Stellung das in der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau hat, wie die zum Thema Familie steht. Das ist das Bedürfnis und das ist natürlich auch ein Bedürfnis in unserer Gesellschaft. Wie kann Familie gelingen? Die Übersetzung, und das habe ich Ihnen vorhin schon vorausgesagt, war ziemlich hartes Brot, eine alttestamentliche Bibelstelle. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und wie wir das übersetzt haben, das möchte ich Ihnen mal kurz in einem Film zeigen. Wie komme ich denn jetzt wieder in die Bildschirmteilerei? Herr Zenger. Da ist oben ein roter Knopf und neben dem roten Knopf kann man das neu starten. So. Da ist er. Hi, ich bin Ella. Meine Mutter heißt Ute und mein Vater Christoph. Ich habe einen Bruder, den Max, und eine Halbschwester, die Leonie. Leonie ist die Tochter von meiner Mama und ihrem neuen Mann Roland. Roland ist auch mein Patenonkel. Mein bester Freund heißt Finn Luca. Finn wohnt bei seiner Mutter Susanne, also Susi. Finns Vater ist nämlich leider schon gestorben. Dafür unternehmen wir jetzt viel zusammen. Bei Oma Erna sind immer alle gern. Am lustigsten ist es dann mit Papas Bruder René. Onkel René und sein Freund Hans sind ein witziges Paar. Großvater Günther hätte das nicht so lustig gefunden, sagt Oma. Oma sagt, Max soll auch mal wieder die Laura mitbringen. Aber Laura ist jetzt mit Timo zusammen.
Bei dem sind Max und Timo keine Freunde mehr. Max ist den ganzen Tag mit Ali und Philipp unterwegs. Das findet Papa nicht so toll. Ich finde Philipp voll süß. Eileen auch. Aber Michelle sagt, Philipp ist zu klein für mich. Finde ich gar nicht. Das ist schon ziemlich kompliziert manchmal. Aber allein ist auch doof. Ich hoffe, der Ton hat funktioniert. Gut, super. Ja, also das war eine Post in Filmform, natürlich nicht. Natürlich gab es die Post auch in analoger Form. Das war auch wieder ein kleines Faltblatt, wo es in vielfältiger Weise um das Thema Familie ging und was es da eben für Schwierigkeiten und für Verstrickungen und für Verknüpfungen gibt. Und es gab auch eine Seite zum Beispiel, dass auch in der Heiligen Schrift nicht alles immer ganz so reibungslos lief, was Familie angeht. Auch da hat die Kirche einen klaren Punkt gemacht zu diesem Thema. Nächstes Beispiel, ein letztes Beispiel, da geht es um Wissen, Kompetenz, Verstehen. Da war das Bedürfnis Religion und Wahrheit. Das war ein ziemlich dickes Brett für uns als Agentur auch. Das war natürlich im Zuge von Islamisierung und Angst vor anderen Religionen ein Anliegen zu sagen, worum geht es denn überhaupt bei der christlichen Religion und wie stellen wir uns dazu? Natürlich gibt es da irgendwie so Bibelstellen wie ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber kann man damit die Menschen wirklich konfrontieren? Wir haben die geistliche Entsprechung dafür gefunden, dass wir sagen, ein wesentlicher Punkt des christlichen Glaubens, also wenn ich den zusammenfassen müsste, dann ist ein wesentlicher Punkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um Inhalte. Und wie man das wiederum übersetzen kann, ging so. Wir haben die Bibel auf dem Bierdeckel herausgebracht. Also jeder bekam damals in den Briefkasten so einen Bierdeckel geschickt. Da stand auf der Vorderseite die Bibel auf einem Bierdeckel. Christsein konkret 30.442 Verse in drei Sätzen. Auf der Rückseite wurde genau das, was Jesus nämlich auf den Punkt gebracht hat, als er selber gefragt wurde, worauf es denn ankommt, diese drei Punkte, liebe Gott, vielleicht erstmal kennenlernen, liebe dich selbst, egal was dein Spiegel heute sagt, und liebe die anderen, koste es, was es wolle. Reden wir darüber. Das kam super gut an. Die Pastoren haben sich gesagt, oder haben auch schon in dem, als wir es vorgestellt haben, gesagt, ich nehme ja einen Stapel von diesen Dingern, setze mich in die Kneipe neben der Kirche und komme mit den Menschen da ins Gespräch. Auch da sieht man nochmal, wie dann das Mailing aussah. Das war sowas zum Ausklappen, wo eben dieser Bierdeckel drin. Im Übrigen wurden über 200.000 von den Bierdeckeln später dann verarbeitet und benutzt und eingesetzt. Das ganze Motto war, worüber reden wir eigentlich? So, worüber reden wir eigentlich? Ich bin eigentlich durch, zeitlich, aber ich bin noch nicht ganz durch mit meinem Vortrag. Ist die Frage, soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Also ich habe Ihnen jetzt die wesentlichen Beispiele gezeigt und auch das Prinzip. Kriege ich noch 5 Minuten oder wer hat das? Aktuell würden wir durchkommen, wenn Sie noch 5 Minuten reden mit den Fragen, aber ich weiß nicht, was natürlich jetzt noch alles kommt an Fragen. Genau, das wird ein bisschen von der Fragezeit abgehen, aber vielleicht werden dort ja auch schon Fragen beantwortet. Okay, ich versuche es mal. Ich versuche mich zu beeilen. Ich lasse Sie mal mit den Zitaten in Ruhe. Es geht im Wesentlichen, das haben Sie wahrscheinlich verstanden, um die Übersetzung. Wie bekomme ich die Inhalte übersetzt in eine Sprache, die die Menschen da draußen verstehen? Es gibt zu viel zu erzählen. Und ich möchte zum Schluss noch einen Punkt machen. Das Prinzip klingt sehr einfach, aber genau dieser Punkt 3, dieser letzte Schritt, ist natürlich nicht ohne. Ich habe meinen Beruf studiert.
Und ich arbeite seit über 25 Jahren in der Werbung und bin darauf geeicht, aus komplexen Themen eine einfache Quintessenz zu machen. Das zu können erfordert Know-how und das bedeutet auch Konsequenz. Das heißt, es geht nicht nur darum, und das haben wir auch in der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau gemerkt, es geht nicht nur darum, dass man diese Lösung findet, sondern dass man sich auch traut, die umzusetzen. Dass man sich auch traut, sich angreifbar zu machen. Das tut man immer, wenn man spitze Themen setzt. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, in der Automobilindustrie sitzen nicht die Ingenieurinnen in Marketingrunden, weil die dann doch viel zu detailverliebt sind. Sprich, das, was ich oft lese oder höre von Theologen, die dann sagen, das ist alles viel zu einfach. Das sind für mich die Ingenieure, die im Zweifelsfall sich über ihre theologischen Einspritzpumpen gerne unterhalten wollen. Das ist da draußen aber nicht so sehr interessant, weil da liegen nicht zwingend die Bedürfnisse, außer die Einspritzpumpe ist kaputt. Aber dann komme ich auch ganz konkret. Und mein Problem ist oft, dass ich merke, für Autos dürfen wirklich nur die besten Werbeagenturen Deutschlands ran, wenn es um Automobilindustrie geht. Aber der Etat für Gott reicht leider in Sachen der Kirche oft nur für Styroporbuchstaben. Es ist leider so. Wenn es dann am Ende um die Kommunikation geht, ja, dann ist der Etat halt leider nicht mehr da. Und das ist egal, ob die Kommunikation digital, weil das kostet auch Geld. Facebook ist zwar umsonst, aber eine Redaktion dahinter kostet Geld. Es ist schade, dass an der Stelle leider oft die Etats nicht hoch genug sind, um wirklich auch Gehör zu finden und sich Gehör zu verschaffen. Da sind vielleicht bei Ihnen Menschen drunter, die damit zu bestimmen haben. Oftmals ist es aber leider, wo auch immer da das Problem liegt, ich weiß es gar nicht. Aber ich möchte es gerne auf jeden Fall auch an der Stelle nochmal problematisieren, weil es ist wirklich, also es könnte viel gemacht werden und oft fehlt es leider an der Konsequenz, also an der Traute und leider auch oft an der Knete. Unsere Erfahrungen mit Bistümern und evangelischen Landeskirchen, diese guten Konzepte mobilisieren und motivieren. Und zwar nicht nur extern, nicht nur Menschen von außen, sondern auch intern. Ein kurzes Wort noch zum Thema EKHN und die Akzeptanz. Es wurden zwei große Marktforschungen gemacht, was diese Impulspost angeht. Und wer sich von Ihnen, was Marktforschung und Mailings betrifft, auskennt, der weiß, was das Thema Öffnungsrate, wie viel Prozent da interessant sind. Also wenn ich ein Mailing rausschicke und die Öffnungsrate beschreibt, wie viel Prozent der Menschen, die dieses Ding in der Post hatten, haben es geöffnet. Wenn ich da 3% erreiche, habe ich alles richtig gemacht. Dann habe ich als Werber meinen Auftrag richtig super gemacht. Wenn 3% der Menschen, die es geschickt bekommen haben, es öffnen. Die Werte sind zweimal hintereinander, also in Abständen gemessen worden von dieser Impulspost. Und die Öffnungsrate bei der Impulspost ist 30%. Und das liegt nicht nur an der Qualität unserer Kommunikation von unserer Agentur, sondern das liegt auch, glaube ich, sehr stark am Absender. Wenn die Kirche ihren Leuten eine interessante Post nach Hause schickt, ist absolut offenbar die Bereitschaft da, die auch aufzumachen und sie wahrzunehmen. Und das sollte man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mal abgesehen davon, dass entgegen der Voraussage der Leitung von der EKN, die normalerweise sagt, wenn aus Darmstadt was geschickt wird, dann sind die Kirchengemeinden eher so, wir machen lieber unser eigenes Zeug. Selbst die Kirchengemeinden, das machen bei jeder Impulspost im Schnitt 50% der Kirchengemeinden mit. Also man ging am Anfang, wenn 10% mitmachen, wären wir sehr happy. Es sind 50% der Kirchengemeinden, die sich beteiligen an dieser Aussendung. Also dann vor Ort damit weiterzuarbeiten. Das ist wirklich phänomenal und man merkt, dass das eben auch intern mobilisiert. Soweit, ich bin erstmal durch. Wie gesagt, ich könnte Ihnen noch viel mehr zeigen und noch viel mehr vor Augen führen, aber das muss jetzt heute mal reichen. Da ist zum Beispiel die Frage, was sind eigentlich Exerzitien? Und natürlich gibt es
gerade da einen Riesenfundus an super guten Inhalten, die die Menschen aber in der Form gar nicht mehr verstehen, weil das Wort ist komisch und man kommt da gar nicht ran. Man geht lieber nach Indien, als zu gucken, was in der christlichen Tradition da angelehrt, also an Lehre auch da ist, auf die man sich berufen könnte. Und deswegen haben wir fürs Bistum Essen, für das, also das Exerzitienreferat hieß es vorher, da haben wir den Namen geändert in Team Exercitia. Wir haben Exerzitien übersetzt in den kurzen Erklärclaim Leben üben seit Menschen gedenken und wir stellen praktisch verschiedene Exerzitienmeister und Meisterinnen aus dem Mittelalter, was schon, also von 1500 vor und bringen die in den heutigen Kreislauf und zeigen, was eine Teresa von Avila, dass die Ehrendoktorin, Gründerin, Autorin und Burnout-Bändigerin oder dass ein Ignatius raus aus dem Hamsterrad, so hätte er es nicht gesagt, aber gemeint, oder ein Benedikt von Nursia, heute würde man ihn wohl Work-Life-Balance-Trainer nennen. Einfach um eine Verknüpfung zu schaffen zwischen dem, was an Know-how schon da ist, was christliche Inhalte angeht und dem, was ich an heute, was wir in unserem Alltag brauchen und wonach die Leute lechzen. Ich sage mal nochmal digital übersetzt. Das war jetzt eine kleine Kampagne. Auch das hatte von der Reichweite, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt eine weite Reichweite hat und wie viele Menschen das erreicht hat. Was aber interessanter ist in Bezug zu Exerzitien, ist die App, die wir für die Hannoversche Landeskirche wiederum gemacht haben. Da geht es um Spiritualität im Alltag als App, kommt wahnsinnig gut an und bringt die Menschen eben auch in die Richtung, was gibt es an Fundus, nicht nur von den ganzen Meditations-Apps, sondern eben von Seiten der christlichen Community an Tiefe, was man da entdecken kann. Eine andere Geschichte in Essen auch, gab es bis dahin die katholische Hochschulseelsorge, die mit diesem Namen irgendwie nirgendwo mehr angekommen ist. Keiner hat sich für die interessiert, außer der hartgesottenen Katholiken, die genau danach gesucht haben. Denen haben wir einen neuen Namen gegeben. Die katholische Hochschulseelsorge in Essen heißt jetzt, und in Ruhr, Uni Bochum und so, heißt jetzt Campus Segen. Und seitdem die so heißen, haben die einen wahnsinnigen Zulauf. Auch da ist es nach innen, das Wirken nach innen, dass sie plötzlich nicht nur irgendeinen Namen haben, nämlich katholische Hochschulseelsorge heißen, sondern dass sie plötzlich einen Auftrag in ihrem Namen schon stecken haben. Das heißt, die sind plötzlich auf Messen und auf Erstsemestertagungen und so weiter vorhanden und sagen, was sie den Studierenden während ihres Studiums zu bieten haben. Also auch da geht es weit über Kirchenmitgliedschaft oder so hinaus. Das wird verstanden. Das ist inzwischen eine Instanz an der Uni. Das ist bekannt, im Gegensatz zu vorher, wo katholische Hochschulseelsorge keinem was gesagt hat. Und das Team ist auch wirklich dabei, sich mitzuteilen. Sie stehen super stolz mit ihren T-Shirts und was sie alles haben, wo dieser Begriff draufsteht. Und sie sind auch gefragt. Und ein letztes Beispiel, ich habe schon gesehen, die Frau Böhnstedt, mit der wir das zusammen entwickelt haben, ist auch hier im Chat oder im Zoom überall drin. Das ist ein Weihnachtspapier, ein Geschenkpapier, was wir für das Bistum Berlin entwickelt haben, für das Erzbistum Berlin. Und zwar wurde das zu Weihnachten im KDW und sonst wo, hat der Bischof sich hingestellt und hat mit seinen Mitarbeitenden zusammen den Menschen ihre Weihnachtsgeschenke eingepackt. Abgebildet sieht man da in so einem Wimmelbild einerseits Berliner Szenen, also Berliner Sehenswürdigkeiten, Gebäude. Und dazwischen rennen da immer Schafe, Maria und Josef, Engel, Hirten und andere Szenen aus der Weihnachtsgeschichte herum. Hier sieht man das Ganze mal ausgeklappt als ganzes Weihnachtsgeschenkpapier.
Und auf der Rückseite des Geschenkpapiers, und da war es jetzt auch mal in den, ich glaube, 16 oder 18 Sprachen, die das Bistum auch abdeckt, auch auf eben in anderen, also wo man durchaus auch andere Religionen findet. Und da stand die kurze Botschaft, Gott kommt mitten ins Leben, frohe Weihnachten. Und dieses Papier findet rasenden Absatz, schon seit ein paar Jahren machen die das, immer wieder. Und ja, es ist sogar so, dass im KDW und in den Kaufhäusern, wo das angeboten wird, die Kaufhausleute die Menschen dahin schicken, wo es dieses Papier gibt, zum Einpacken und nicht an ihren eigenen Stationen, weil sie sagen, das Papier hier ist cooler, das könnt ihr euch lieber nehmen, das macht mehr Spaß. Also auch da, das ist jetzt durchaus über jede Kirchenmitgliedschaft hinweg Kommunikation, ja, Basics, aber letztendlich brauchen die Menschen da draußen die Basics.